Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Thorsten Helbig. Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Ich freue mich, dass wir heute die Veranstaltung wieder mit Thorsten machen und natürlich, dass Sie heute alle live dabei sind. Im Hintergrund hören Sie auch, dass Thorsten auch schon da ist. Von daher wollen wir auch direkt loslegen. Mein Name ist Nelson Cardoso-Netto, ich begrüße Sie von FX Flat. Risikohinweis muss aber an der Stelle sein. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, also ich gehe mal davon aus, dass heute Thorsten auch den einen oder anderen oder das sein oder andere Setup heute zeigt. Nichtsdestotrotz müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Thorsten, ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Gestern hat sich der Markt ein bisschen bewegt und von daher freue ich mich zu sehen, was du für uns heute mitgebracht hast. Was habe ich mitgebracht? Bunte Bilder. Was sonst? Ja. Jetzt könnt ihr ja mal raten, wenn man das Bild sieht, auf was wir wohl heute eingehen werden. Jemand eine grobe Ahnung? Einfach mal so. Ich finde es übrigens sehr schön. Ich habe gerade gesehen. Fritz und Gisela, guten Morgen nach Zingst. Schön, dass ihr mal da seid. Okay. Dann mache ich das Bild mal ein bisschen größer. Und wir werfen als erstes ein Bild auf den H1. So. Jetzt fehlt hier was, warum auch immer. Aber wir starten mit diesem Muster. Heute so. Es ist erstaunlich, wie sich solche Muster immer wiederholen. So. Ich habe gestern hier ein bisschen in der Plattform rumgespielt, deswegen hat er mir ein bisschen was rausgehauen. Es ist erstaunlich, wie sich solche Muster immer wieder wiederholen. Wir haben am Wochenende eine Analyse geschrieben, moin Marcel. Wir haben am Wochenende eine Analyse geschrieben, die ich dem Nelson nachher gerne zur Verfügung stellen würde, um sie vielleicht in einer Nachfassmail an heute für das Webinar von heute mal rauszuschicken. Ja. Wenn der Nelson das tun würde. Dazu, die werde ich jetzt mal zu Hilfe nehmen. Die mache ich mal ganz schnell nebenbei auf. Da haben wir sie. So. Na, ist ein bisschen Rückblick. Also wenn die gewünscht ist, könnt ihr mir das gerne sagen, dann würde ich die im Lesen zur Verfügung stellen. Das hier sind auch Bilder von den Non-Farm Payrolls. Wir haben ja letzte Woche mal wieder über die News gesprochen. So. Da haben wir das Muster.
welches wir am Wochenende hier auch eingezeichnet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen hier von da nach da, C gleich A. Der erste Anlauf wurde nicht zu Ende gebracht, du rückte das hoch in den Fokus. So, das ruft nach diesen Mustern, das haben wir am Sonntag gesagt, danach müsste C neu angesetzt werden, nämlich hier oben, was wir auch getan haben in Verbindung mit den blauen Linien. So, das ruft nach diesen Mustern unten die Ziele 10747, danach 10724 und 694 auf. So, wer hat sich die Zahlen gemerkt? So, ich ziehe diese Linien. Mal hier rein. Das gucken wir uns danach an. Die machen wir in grün. 10747, das ist da, wo wir jetzt sind. Das war Prozent P1 Analyse Wochenende. Ziel 1. Da war das erste Ziel. Das zweite Ziel war die 24. Wir legen unsere Order immer 2 Punkte drüber, also die 26. Da haben wir sie. Ziel 2. Was war Ziel 3? Wer hat sich gemerkt? Damit wir für heute auch was haben, wir wissen gar nicht, was wir heute machen sollen. Das hier ist Ziel 3. Null richtig. Michael, du hast durcheinander gebracht. 10724 und 10694. Hajo ist sehr aufmerksam. Selten da, aber wenn. Hat das. Okay. Schauen wir im Interesse unserer Community da drauf zurück. Was war gestern unser Plan? Wir haben gestern früh, kann man den erkennen oder soll ich ihn größer machen? So. Wir haben gestern Morgen gesagt, wir wollen hier unten runter. Das hier war um 10 nach 8. Da war das Webinar schon fast zu Ende. Wir wollten hier runter, hier unten raus. Dann wollten wir hoch, dann zurück, dann hoch bis maximal oder bis an das Long-Ziel. Das war unser Ziel gestern früh, 10865,5. Unser Plan lautete 10865,5 steigen wir mit den Longs aus und mit den Shorts ein. Start, Long Start war bei der 52. Für den Long, da oben steht es auch, Long Position mit Vorsicht zu behandeln. Wir hatten nur 5 Punkte SL, weil sonst hätte das CAV auch, sorry, wenn ich das so sage, scheiße ausgesehen. Die Long-Position habe ich dann relativ früh geschlossen. Können wir gleich mal nachschauen. Bup, 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 bup. Und dann ziehen wir unsere Lehren heute da draus. Gestern war Mittwoch. So,
11:29 Long mit Entry geschlossen. Wurde bei 1, da ist eine falsche Zahl drin, mit 12 Pips geschlossen. Bei 49 eröffnete Position wurde bei 61 geschlossen gestern Mittag um 10:30. Also hier um 11:30, hier in diesem, da, in diesem, da, genau da. Also oben die 59 hier nachher angelaufen ist, in diesem Bereich wurden die Longs geschlossen. Ich kriege dann doch ein bisschen kalte Füße bei diesem Geeier hier. Und dann haben wir uns darauf konzentriert und haben bei der 63, 10863 haben wir eine Long Limit platziert. Und die hat dann um 13:22 Uhr hier bei der 10864 gegriffen. Der Lauf hier hoch, High 10865,2, Ziel war 10865,5. Und dann hat die gegriffen, ebenfalls mit einem kleinen CRV. Und wir haben gesagt, wir halten sie über die News, die ja dann hier gestern um 14:30 Uhr kam. Und dann brauchte man nur noch im Grunde genommen eine Short Limit. Entschuldigung, bei der 63 lag die Short Limit. Habe ich Long Limit gesagt? Nelson, du passt doch so schön auf mich auf, dann sag doch was. Ich wusste nicht, was du meinst. Den Satz merke ich mir. Das ist. Wenn meine Frau nachher kommt und sagt, hast du dich schon um die Mülltonne gekümmert? Ich wusste nicht, was du meinst. Short Limit haben wir da liegen, logischerweise. Was ich ein bisschen vermisst habe gestern, ist auch bei uns in der Gruppe, in der Community, dass wir das zweite gesagt haben, unter 10844 sind Euro pro Shorts zu prüfen. Über Euro pro Shorts brauchen wir bei dieser Kerze nicht nachdenken. Die erste Zielmarke D gleich B 10786, die mussten wir beachten und die 10782 sind beides Marken aus der letzten Woche, die wir hier unten zu beachten hatten. 10740 aus dem H1 und die 10726 ebenfalls. Diese Position haben wir durchklatschen lassen. Ich habe sie dann auf, schauen wir uns mal im M1 an. Da. Hier der M1, das ist die Kerze um 14:30 Uhr, die 31, die 32 und dann hier die 14:33 Uhr, die dann das erste Mal runtergespiked ist und dann wieder zurück. Ich habe hier in diesem Bereich dann die Reißleine gezogen und habe hier das erste Mal oder habe da dann meine Position rausgeschmissen. Die Fragen kamen gestern, was soll man machen? Soll man laufen lassen oder soll man nicht? News wären gerne wieder zurückgekauft. Das schauen wir uns gleich im DAX mal an. Da sieht man das besser. Und auf die Gefahr hin alleine bin ich hier in dieser Nummer nachher ausgestiegen. Unter der 10844 sind Shorts nach Euro pro zu prüfen, haben wir gesagt. Zack. Kommt jetzt nicht. Warum nicht? Da. Auf geht's. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann mit Schmackes das Ding wieder geschossen. Hier nach Euro pro Rücklauf an die Wolke, in die Wolke,
Start neu bei 10775. Frage bei uns in die Runde: Wer hat den genommen? Oder wer hat ihn gesehen? Wer hat denn gestern Abend einmal darüber nachgedacht, ob man da überhaupt starten kann? Nach den News. Aber ich schätze mal, der eine oder andere war total geflasht von dem Abmarsch hier und konnte nichts mehr irgendwie. Ich weiß, wir sind ja ein bisschen verballert in der Birne. Wir hatten jetzt zwei, drei, viermal das Thema News hier, auch mit Nelson. Hinweis, wenn wir diese News verarbeiten wollen, hier, das ist die Kerze um 14:30 Uhr, hier werden die Zahlen veröffentlicht, das waren die Inflationsdaten aus den USA. Das heißt, wenn man sagt, man verwertet die im Kopf richtig und sagt, gute Inflationsdaten, also Inflation gesunken, starker Dollar, schwacher Euro, dann sehe ich die Zahlen, die Zahl ist grün, wenn ich mir das so einfärbe, Zahl ist grün, gut für den Dollar, schlecht für den Euro, also sage ich grüne Zahl gleich Short. Wenn ich hier shorte, hier in diesem Bereich, das knallt dermaßen, dass wir mit Sicherheit, dass wenn wir hier irgendwo eine Order liegen haben, mit Sicherheit keine Chance haben, vernünftig reinzukommen, wir werden geslippt wie die Blöden. Ich habe eine Chance, entweder vorher eine Order zu platzieren, was wir ja auch gemacht haben, und die hier dann über den Hochs abzusichern. Das ist dann so eine 50-50-Chance, wie immer. Oder ich muss einfach an der Seitenlinie bleiben, bis sich der Markt beruhigt hat. Und dann komme ich hier in diesen Korrekturmodus eventuell rein. Oder nach Euro Pro dann erst da unten. So. Und genauso haben wir es hier auch getan. Und genauso hatten wir die gleiche Chance und den gleichen Verlauf auch am Freitag. Und da wir uns ja da an die Regeln halten, hat es uns auch das entsprechende Ergebnis gebracht. Okay, den Kram nehmen wir jetzt mal raus. Unten warten jetzt also 107. 24 und 10694, 10696. Die 26 haben wir hier. Wir sind am ersten Wochenziel oder am ersten Ziel hier jetzt in diesem Bereich aus der Wochenendanalyse. Das ist Ziel 2 und da unten kommt dann Ziel 3. Das heißt, für den heutigen Verlauf, diese Linie hier würde ich jetzt umbenennen Short Start nach Korrektur, diese hier, die irritiert jetzt, die nehme ich raus. Da. So, das wäre jetzt mein Verlauf. Hier wäre der Short-Bereich, den ich hier einzeichnen möchte. Da. Wir bewegen uns jetzt im Sperrbereich. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, was wir jetzt überhaupt tun. Das heißt, darunter, eventuell, sogar darunter, so.
hoch. Ah, ich habe mir was Falsches eingestellt gestern. Ich musste ja gestern mit den Trendlinien ein bisschen rumspielen und dann habe ich eingestellt, dass er mir jedes Mal das Fenster aufmacht. Das muss ich dann wieder. Rausnehmen. Guten Morgen, Lutz. Wenn man weiß, was kommt, kann man das so handeln. Wenn man das weiß. Wenn man das weiß, brauche ich auch morgens nicht aufstehen und packe das abends hin. Hier diesen Short-Bereich. Ich möchte diese Hochs gerne nochmal rausnehmen. Möchte sehen, dass die hier oben nochmal wegradiert werden. Und ab da sollten die Shorts bis da runtergehen. Bis dahin. Da. Ich schreibe es noch rein. Short-Bereich. Da haben wir den Short-Bereich. Heißt genauso wie gestern. Blaue Strecke long mit Vorsicht. Rote Strecke short bis 1,0. 6,96. Hauptrichtung. Werden. So, das kann mal geknipst werden. Das heißt, wir würden hier ab der 52, ich schreibe das mal noch rein, warte mal noch mit dem Knipsen. Zu spät. 1,057 circa. Betonung liegt auf circa, dass wir hier irgendwo anfangen können zu shorten. Ich muss auf die Korrektur warten hier. Geht gar nicht anders. Ansonsten greife ich hier voll ins fallende Messer. Wir müssen darauf achten, SL sollte über 1,0765. SL für Shorts sollte über 1,0765. Das ist beim CAV zu beachten, weil da haben wir die 65 und da muss er auch drüber, weil wir haben hier das Zwischenhoch. Da, das muss abgefackelt werden. Deswegen über die 1,0765. Okay. Soweit klar, wo ich hier hin will und warum.
Ja, jetzt. Bitte Shortbereich auf 1,0755 ändern. Warum? Wir haben hier die 52, diese Linie hier. Das ist die 52 und wenn wir die 52, nein, ist kein Schreibfehler, das ist richtig. Wir haben unseren Zielbereich bei 10752 und wir packen unsere Short Order immer 2 Punkte darunter. Deswegen habe ich geschrieben ab 10750 circa. Das ist die 52. Und hier oben haben wir die 58, diesen Bereich hier. Okay, ich kann natürlich das Kästchen hier noch ein bisschen weiter runterziehen. So, so ist dann besser, ne? Nee, ist kein Schreibfehler, ist ganz bewusst genauso gewählt. Das heißt, wir müssen uns nach dem Abmarsch gestern, müssen wir ein bisschen die Erholung abwarten. Hier jetzt reinzugreifen und zu sagen, wir shorten direkt, dann greifen wir wirklich ins fallende Messer. Für mich wäre die Nummer hier drunter da. Die 28. Ab hier Short nach Euro pro aufstocken oder starten. Das heißt, wenn wir hier unter diese Tiefs fallen, erst dann würde ich nach Euro pro aufstocken oder starten. Das kannst du bitte nochmal knipsen, das andere Bild löschen. Ich habe bitte gesagt, habt ihr gehört, ne? Ich habe nämlich heute Morgen bei Nelson gehört, dass man nett sein soll am frühen Morgen. Du hast mir zugehört? Irgendwie ist da was hängen geblieben, ja? War Zufall. Ja. Reiner. Reiner Zufall. Also, entweder kriegen wir die blaue Strecke hier hoch, um dann zu fallen. Ich habe natürlich einen Punkt vergessen. Den hier, ne? Eventuell, die Linie mache ich aber auch noch blau. Da. Entweder starten wir hier jetzt, so wie das jetzt hier ist, dass wir hier drüber, über dieser Kerze, uns long einstoppen lassen können. Die Kerze hat das bei 37,4, das heißt, wir könnten uns bei 38 einstoppen lassen und den SL auf 35. 33. Ja, 33. Das heißt, bei der 37 rein und bei der 33 hier wäre Long möglich mit einem SL von 4. Nelson, kannst du das bitte mal laut vorlesen, was der Josef da geschrieben hat? Dass deine Leute immer nett sind. Nur damit die anderen, das nicht heißt hier, ich mache da irgendwas oder so, ne? Der Josef hat geschrieben, der Thorsten ist doch immer nett. Sie sind doch immer nett. Ja, ich versuche es jedenfalls. Danke. Danke. Also, okay. Dieses Setup hier in dieser Form, wir können natürlich auch noch hier runter unter die 31. Ich würde, wenn überhaupt, würde ich mich über diese Kerze long einstoppen lassen.
hier hoch bis an die 41, den Rücklauf und dann durchziehen bis in diesen Short-Bereich hier. Wir haben nicht das beste CRV, die Strecke ist sehr kurz, das müssen wir wissen. Alternative wäre, dass er hier runterläuft und hier in diesem Bereich dann dreht und dann nach oben zieht. Wir müssen uns bei dieser ganzen Geschichte darauf vorbereiten, wenn wir nicht direkt da hochgehen, dass wir ein ähnliches Muster kriegen, so wie gestern hier, dass sich das hier ewig hinschleppt, bis er das obere Ziel erreicht, um dann da oben diese Welle zu machen, um dann mit einem Rutsch mit Schmackes abzumarschieren. Das ist auch dem geschuldet, guck mal, wir kriegen das viel größer, ne? Das ist auch dem geschuldet, dass nach solchen Tagen, so wie gestern, in der Regel auch erstmal die Luft raus ist und dass es ein bisschen verhaltener zugehen kann. Okay, den haben wir, oder? Sind Fragen dazu? Wenn, dann bitte jetzt. Ich halte mit nichts hinterm Berg, sage ich immer, aber die Fragen müssen auch gestellt werden. Wenn keine Fragen kommen, dann ist das Setup für mich völlig klar und auch handelbar und es bedarf keiner weiteren Erläuterung, auch gerade bei uns in der Community. Derzeit, wo die Fragen hier reingetippt werden, nehme ich mal einen Rückblick. Wir hatten ja gestern hier ein sehr gutes CRV. Was war denn gestern unsere Hauptrichtung? Welche Richtung haben wir gestern geplant? Welche Richtung wollten wir handeln? Wir wollten Short handeln, weil wir dieses Muster hier, diese Bewegung hier, die wollten wir duplizieren. Ich habe gestern noch reingeschrieben, 10847 Long Start mit Ziel 10863 gleich Munitionskammer, eine Position. Wenn wir die Hauptrichtung Short haben, was heißt das denn für die Position oder für die Positionsgröße? Wenn wir Long für die Munitionskammer mit einer Position handeln, was heißt das denn hier in dem oberen Bereich? Ich schaue mir in die Augen, Kleines. Wenn das CRV passt, heißt das zwei Positionen. Richtig, eine für das Tagesziel, die man ziemlich schnell BE absichert, eine fürs Tagesziel und die zweite dann BE absichern und nach den übergeordneten Zielen laufen lassen. Wir haben die von der 63 laufen lassen oder von der 64 bis an die 10802 sind 62 Punkte. Das war der erste Exit. Und das war gestern so ein klassisches Beispiel, wenn wir nämlich die doppelte Position wie üblicherweise platziert hätten oder platzieren, so wie es ja geplant war, dann, das ist das Falsche, das ist unsere Performance-Tabelle, dann wären da gestern Minimum 62 Punkte draufgekommen. Mit 62 haben wir die geschlossen, da, mit 62. Und die zweite wäre ja Minimum bis ans erste Ziel gelaufen. Und damit hätten wir unser Monatsziel gestern voll gehabt.
Wir haben jetzt fehlen uns noch genau 10 Punkte. Wir haben 102 Pips letzte Woche, diese Woche 88. Und mit dieser Nummer wäre die doppelte Positionsgröße, teilbare Positionsgröße gestern genommen hätte, nie wäre, wäre Fahrradkette, dann wäre der Monat im Sack. Wir schreiben heute den 11. April und man hätte bis zum 30. April sich zurückziehen können. Nur mal so. Okay. Schauen wir. Der Euro scheint klar zu sein, ne? Keine Fragen. Keine Fragen, kein Kaffee, kein Eistee. Gut, dann setzen wir uns diesem, dem Plan hier, den das ist jetzt bei uns ein bisschen schwierig geworden hier im Büro, weil früher kam der Kaffee von rechts und jetzt, wo das politisch alles so angespannt ist, läuft meine Frau immer rum und bringt mir den Kaffee jetzt von links. Nicht, dass irgendwo noch heiß kriegt, sogar den Kaffee von rechts. Dann werfen wir einen Blick auf den DAX. Da haben wir ihn. Unsere Muster gestern. Wir haben ein bisschen früh geschortet gestern bei der 18.200. Weiß nicht, sehen wir das hier im M5? Nee. Genau, den habe ich mir gestern zerschossen hier. Wir haben gestern geschortet bei der 18.165. Danke für den Euro. Entspannt mit einer schönen Cola genossen. Gute Nacht und liebe Grüße aus Costa Rica. Aha. Ja, dann Grüße nach Costa Rica, ne? Steht bei mir auf dem Reiseplan ganz, ganz oben. Ganz oben. Wenn du da jetzt nicht nur Urlaub machst, sondern wenn du da lebst, schick mir doch bitte mal eine Mail. Ich freue mich immer drauf, dann ein paar Leute kennenzulernen, ein paar Leute zu sehen oder zu treffen, wenn man auf Touren unterwegs ist. Und das steht bei uns auf dem Reiseplan ganz oben. Okay, wir haben also gestern früh schon bei der 1,68 haben wir gestern früh geschortet. So, da. Genau in diesem Bereich. Danke. Das war unser Short-Start gestern. Den kann ich benutzen, weil wir haben den SL auf die 44 gelegt gestern und haben ihn dann, da lag unser SL und den haben wir dann etwas angepasst, weil wir nach C gleich A, nämlich dieses Muster, das habe ich dann nur zu spät gesehen oder ich habe es gestern früh nicht beobachtet. Was ist hier los? Hier kommst du nicht mit. Da. So, und da wäre CB gleich D, da, und dann lag unser SL nämlich genau auf diesem Rechteck hier,
was hierher rührt, von diesem Muster, von diesem Korrekturmuster. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann war die Geschichte hier gestern schon sehr eng. Ziele hatten wir von da aus. Wir haben hier die erste Bewegung, wir haben hier die zweite Bewegung, wir haben hier die dritte Bewegung. Die Korrektur ist etwas höher gelaufen und unsere Ziele waren gestern 18.009 und 17.997. Was war unser drittes Ziel unten? Wo wollten wir hin? Auf Slack oder Facebook findet man es. Was war unsere dritte Marke? Als Ziel unten? Ja, 17,59 haben wir grob aufgeführt. Exakt war das Ziel 9,65. Prozent P1 gleich Short Ziel. So. Und das war nicht bei der 73, es war bei der 65 bis 50. Da wollten wir hin. So. Und dieses hat er gestern hier dann sehr knapp verpasst. So, jetzt gucken wir uns mal wieder diese Muster an hier. Die Bewegung hier war ja ein bisschen ausgeprägter, deswegen darf auch die Korrektur ausgeprägter sein. Aber wenn wir jetzt das Korrekturmuster hier nehmen, da und da unten ansetzen, ja, dann sehen wir, dass er von da aus die Korrektur noch nicht ganz vollendet hat. Sondern er dürfte rein theoretisch die Korrektur jetzt zurücklaufen lassen, sogar bis an die 67, bis an dieses Level. Das schreibe ich dazu. Maximale Korrektur heute. So, das heißt, das hier war unsere Entry gestern und heute dürfte er rein theoretisch bis dahin auch korrigieren. Ab hier müssen die Karten neu gemischt werden. Wir gehen mal, habe ich den irgendwo im Daily? Da haben wir ihn im Daily. Die 869 hier unten, die könnte ziehen. Hier haben wir das letzte Korrekturlevel, das letzte Korrekturtief aus dem H1, aus dem Daily. Das heißt, im Daily, achso, ich habe was vergessen. So, das bitte mal knipsen. Den Fibo kann ich rausnehmen dafür. Brauchen wir nicht mehr. Da. Ist, ja. Das heißt hier, diese Marke, die ist wichtig. Wenn wir diese Marke jetzt hier einmal kurz durchschießen nach unten, dann wäre es ein Klassiker, das heißt Schulter, nicht Schulte. Schulte ist nicht links. Schulte ist einer von der rechten. Da. So.
Das heißt, wenn wir dieses Muster hier hinkriegen sollten, dass wir den Bruch hier ziehen unter der 17.869, dann wäre die Chance recht groß, nochmal dahin und dann nach unten wegzulaufen, nach dann eventuell diesem Muster. Und wenn wir dieses Muster kriegen, dann haben wir da oben einen Dickschädel, so wie meiner. Bin der Stier. Und was für einer? Dahin. Und dann wäre das hier das Ziel. Ziel aus einer möglichen SKS. Ja. Und das wollen wir jetzt mal noch einmal quer prüfen. Und sehen, dass hier aus der letzten Bewegung Prozent P und gleich so. Das heißt, diese beiden Nummern hier, die liegen ungefähr 60, 70 Punkte auseinander. Auch das darf mal geknipst werden. Weil damit haben wir auch einen mittelfristigen Plan und ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass eine vernünftige Korrektur im DAX mehr als überfällig ist. Okay, das würde, wo haben wir es? Das hier würde diese Muster heute aufrufen. Er hat gestern hier schon das High gemacht bei der 48. Bis zu 67 dürfte er ja rein theoretisch noch. Vielleicht gibt er sich auch mit diesem High bei der 48 schon zufrieden. Und wir schmieren nachher schon nochmal ab, um wenigstens ein nachlaufendes Tief und die 17.964, 17.950 abzuarbeiten. Das werden wir sehen. Auch hier. Auch hier haben Shorts Priorität. Jetzt kann der ein oder andere wieder in die Ecke kommen. Kannst du überhaupt longen? Ja, ich kann auch longen, aber nur dann, wenn es angebracht ist. Und in diesen Phasen, hier habe ich definitiv nicht gelongt in solchen überhitzten Märkten. Es wäre genauso, als wenn man gestern Nachmittag um 14.33 Uhr hätte shorten wollen. Das ist einfach ins offene Messer, ins fallende Messer greifen. Deswegen habe ich hier nie gelongt oder ganz, ganz wenig.
und jetzt in diesen Bewegungen hier, in diese Bewegung rein zu long, wäre das gleiche wie vorher zu shorten. Okay, was haben wir gesagt? Das wird heute gemächlich zugehen und jetzt müsst ihr hier, jetzt habt ihr hier ja auch einen schönen Tagesplan. Mit dem Tagesplan kann ich euch ja jetzt auch entlassen. Am Rande, nächste Woche Donnerstag ist kein Webinar mit, überhaupt keins. Wir machen nächste Woche am Dienstag und am Mittwoch Webinare. Donnerstag findet gar keins statt. Und die Woche drauf werden wir sehen, da bin ich ja mit Nelson verabredet, morgens wieder zum Eistee. Das Webinar werden wir machen, ob ich die Tage vorher am 23. und am 24. ein Webinar mache, steht noch in den Sternen. Das werden wir dann entscheiden, wenn wir vor Ort sind, da wo wir hinwollen. Und damit entlasse ich euch jetzt erstmal mit diesen Plänen, die Ergebnisse gestern. Also uns fehlen diesen Monat im Euro noch 10 Pips. Ich glaube, die dürften wir reinkriegen. Wir haben dafür im DAX letzte Woche 672 Punkte gemacht, diese Woche 284. Wir haben fast 1000 Punkte diesen Monat, weit, weit, weit über dem, was wir eigentlich wollen. Euro und DAX zusammengefasst sind wir bei 1146. Also wir können diesen Monat entspannt angehen. Worauf ich nochmal verweisen will, wer Interesse hat, bei uns eventuell mitzumischen. Wir handeln nach wenigen, aber klaren Regeln. Und das ist auch das, was uns das oder was unser Rezept ist. Wir handeln nach klaren Regeln, wir schmeißen nichts durcheinander. Nichts mit EMA, SMA, Bollinger Bänder, Drehstab, Fibonacci, MACD, RSI, CSI, alles. Nein, wir handeln hier mit einfachen klassischen Mustern. Und wer das lernen will, der kann das gerne tun. Wer eher auf dem Trip ist, der sagt, er braucht einen Haufen Indikatoren im Chart oder so, der ist bei uns nicht ganz richtig, weil das kann ich nicht. Ich kann es nicht und was ich nicht kann, das kann ich niemandem beibringen, das kann ich nicht erklären. Ich kann nur das erklären und erläutern, was ich mir selber erarbeitet habe und was ich im Kopf habe. Weil das habe ich verstanden und das kann ich rüberbringen. Alles andere habe ich keine Ahnung von. Und zusammengewürfelten Kram aus Büchern, die man vielleicht gelesen hat oder von Kollegen mitgenommen hat oder so, ist nicht meins. Ich kann das vermitteln, auch das in den Webinaren vermitteln, was ich mir selber hart erarbeitet habe in inzwischen fast 20 Jahren. Meine Frau sagt wieder, übertreibt er wieder? Ja, hat sie recht, wir sind im 17. Jahr. Aber in der Zeit habe ich mir das erarbeitet. Alles, was ich mir da erarbeitet habe, das kann ich vermitteln. Und dann kann man auch solche Tage, so wie die hier gestern, auch genießen. Auch wir haben harte Tage, wo es an die Backen gibt. Wochenanfang war nicht so doll. Am Montag bin ich gestartet mit 100 Punkten Verlust im DAX. Die haben wir dann am Dienstag sauber aufgeholt. Dann waren wir Dienstag wieder pari. Gestern haben wir dann richtig was draufgenagelt und damit bin ich auch mehr als zufrieden. Wer das lernen will, herzlich willkommen. Einfach eine Mail an uns. Wir machen einen Telefontermin. Wir reden darüber, was du möchtest, was du nicht möchtest. Oder du sagst mir, was du möchtest und ich sage dir, was ich nicht möchte. Und das Gleiche machen wir dann umgedreht. Und dann können wir gucken, ob wir zueinander passen oder nicht. Das ist so, wie man in der Bar vielleicht einen Partner mal anflirtet. Man sagt, was man möchte. Man sagt sich, was einem nicht gefällt. Und dann überlegt man, ob man sich nächstes Wochenende in der gleichen Bar wieder trifft oder ob man nächstes Wochenende alleine ausgeht. So ist es bei uns ebenfalls. Und damit entlasse ich euch in den Tag.
Sag danke fürs frühe Aufstehen an Nelson und sage tschüss, tschüss. Moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute. Allen wünsche ich natürlich viel Erfolg. Nicht vergessen, in den USA heute weitere Inflationskomponente um 2:30 Uhr Produzenten- bzw. Erzeugerpreisindex und ganz wichtig heute EZB 2:15 Uhr und 2:45 Uhr. Also viel Erfolg, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.